Hallo, Leute, bei F4 Multiplayer mit dem Maru. Diesmal der Modus Vorherrschaft. Also quasi Call of Duty. Weil ihm das gefällt. So. Und ist da oben noch ein Verbündeter gerade? 300 Tickets, Deathmatch. Machen wir halt einmal eins. Wir wissen, wie blöd das eigentlich ist. Ich finde, das passt überhaupt nicht zu dem Spiel. Aber ich finde schon, dass Bravo und Charlie nebeneinander sind. Um uns Spawner. Gott, man kann nicht schießen, wenn man springt mit der Waffe. Die sind alle so lebend in Schotties rumlaufen. Hört mich einer? Nee. Eisbahn bei euch. Hey. B müssen wir holen. Mit Schotter ist das langweilig. Ja, hier B. So. Auf nach Alpha. Ist ja nicht weit. Wo campen sie hier wohl? Und Spawner, ich höre ihn. Er fordert mich heraus. Egal, zurück zu Bravo. Blaues Leuchten. Autofeuer. Claymore. Nachladen. Wir müssen nur voll sein, dann kommen auch Granaten wieder. Aha. Aber er ist vor so Lulz. Auch dringend Muni und zwar Granatos. Okay, zwei Granaten aufgeladen. Und noch eine. Ach ja, stimmt, ich habe ja einen Rank-Up. Alpha, Bravo, Charlie. Ich würde sagen, wir gewinnen das Ding. Okay. Okay, Charlie haben wir gerade nicht. U-Quartiere. Wir spawnen die leider. Auf in die Küche. Mist. Boom. Ah, guter Schütze. Guter Schütze. Meine Claymores liegen aber da noch. Weißt du, jetzt Panzer hat einfach keinen Sinn. Okay. Alpha.
Okay, sieht er liegen? Oh Mist. Kurz zielen. Okay. Sperrfeuer. Den Bravo hinter uns neutralisiert, gehen wir lieber hinter uns nach Bravo. Das glaube ich effektiver. Weil ich keine Granaten mehr habe. Oh. Ah, da wird's durch die Wand. Ich sehe alle wieder einen Shotgun lame. Gut, ich bin nicht besser. Ich spiele ja mit einer Nahkampfwaffe mit 200 Schuss. 100 Schuss. Hey! Zwei da unten, ne? Komm, einer noch, den kriegt er. Ja, komm, dauert 12 hinweg. Genau, brava du. Sind wir beim Team? Okay, wir haben Charlie. Auf der Blabbe. Greifen wir uns an. Ja, du kommst hier nicht mehr weg. Kanal hinterher. Muni. Ja. Bonus Points. Das höre ich in der Call of Duty Mode davon. Komm, ich habe mehr Automunition als du. Haha. Okay, da unten Tapet. So. Wo haben wir den getroffen? Ich habe von der Mine getroffen. Noch nicht. Rechts ist wieder gestorben. Okay. Kein Gegner. Ah. Hey, nee, nee, nee. Oh, Mist. Haben wir gleich gewonnen. Aber wir erkennen, dass dieser Modus totaler Müll ist. Kann ich auch Call of Duty spielen, mal ganz ehrlich. Boom. War nur 8 Minuten. Das kam wie eine Ewigkeit vor. Nee, nee, sowas braucht man nicht. Es gab schöne Division-Ups. Ich verkaufe euch keine 8 Minuten Folge als Folge. Guck mal, was die nächste noch ist. Und hängt noch ein bisschen dran. Ich glaube, wir haben gut abgekillt hier. Glaube ich hier, genau. Ja, nichts gesammelt haben. Schnellzug. Assault Rifle Ribbon. Ist ja gar nicht so viel eigentlich. Außer es ist in einer Runde, das ist ganz schön viel. Warte mal ganz kurz. Okay. Operation Mörser. Rush. Machen wir noch eine Rush-Seite mit dazu.
dann war ich das auch für diese Aufnahme. Und da habe ich auch genug bis Freitag. Okay, offensiver Rush. Aber wir sind vorne. Ich nehme trotzdem mal den Mörser mit. Das Whipboat. Das andere Ding braucht ja ewig. Die Bombe ist scharf. Wow, er wurde gejavelint. Und er lebt noch, als schwimmt er. Rennen ein paar Leute ran. Gute Position, coole Sicht, weiß ich mir nicht. Den Endflag möchte keiner haben. So. Oh, dann müssen wir erstmal darüber. Wo sind Feinde? Da so. MG-Stellung da oben. Mist. Ich glaube, das ist kein gutes. Wir haben den guten Angriffsvektor nicht bekommen. Sucht uns. Komm, Kumpel. Ach, komm. Muss den Gegner den Strand erreichen. Oh nein, wir müssen Sniper Squad. Komm, stirb, 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 stirb. Ja. Hm, wo kommt die Rakete her? Ah, treff nicht auf Autofeuer. Wir ziehen den Mörser mal raus. Oh, ist kaputt gegangen. Okay. Dann packen wir ihn mal so hier hinten hin. Da. Ja. Bravo ist scharf, okay. Sagen, das hat sich gemörsert. Oh. Ah, kommen wir nicht durch, das sind zu viele auf dem Punkt, glaube ich. Auch wenn ich gerade gut das generische Team auseinandergenommen habe. Wieder kaputt gegangen. Dann packen wir hier den Mörser aus. Ja. Bleibst du stehen, der Boot? Nee. Ja nicht schießen. Moment, er hat noch zwei Schüsse. Ich habe einen feindlichen MG-Schützen genau westlich deiner Stellung gesichtet. Hehe.
liegt ja immer offen bei dem Typen. Das Problem ist, wir müssen ein Ticket hier bekommen, wenn wir eine Bombe legen. Wir haben ja keine Chance, da noch reinzukommen, leider. Ah, ich habe gut Mörserkills gemacht. Das reicht mir. Wir müssen den M-Track mitnehmen. Oh. Westlich deiner Position ist ein feindlicher Panzerjäger. Wunderbar. Hat den Bogen gut weggemörsert. Ich glaube, hier ist indirekte Feuer richtig nützlich gerade. An 30 Tickets kommen wir da nicht wirklich weit. Vielleicht haben wir den Punkt schaffen. Ah, ich wurde weggemörsert. Mengi Nulle. Du Monster. Schießt uns. Haben wir so steht noch? Sprengladung am Einsatz in Bravo ist scharf. Ich habe den feindlichen MG-Schützen genau westlich seiner aktuellen Position gesichtet. Mist. Komm, stirb. Ah, da geht schon Mörser ohne den Schuss anscheinend. Da kommen wir nicht mehr durch. Ah, dass die da angegriffen haben, wenn ich den Mörser noch aufbauen konnte. Nee, komme ich nicht mehr rein, leider. Hier ist deine Munition, kommen Sie die holen. Weg vom Mörser. Das ist, glaube ich, ein Mörser. Den schießen wir mal ab. Oh, hier einfach Sperrfeuer rein da. Na, schade. Aber ich würde sagen, wir haben gut genug gespielt, dass wir das nehmen können. Dann danke ich vielmals fürs Fuseln und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bitte den schönen Mörser, mein dickes Rohr. Nee, sorry. Und Goldpack. Na, dieser typisch Captain Granaten, der sich als nächstes rumheulen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.